Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Wieso gehe ich denn jetzt so lahmarschig? Hä? Ah. Ah. Das ist einfach faszinierend. Hier scheint nichts mehr zu sein von Bedeutung. Dann können wir hier jetzt raus und können tatsächlich uns auf den Weg wieso habe ich da gerade das Gefühl, dass ich irgendwie komisch klinge? Test. Das klingt besser. Entschuldigung, das muss so ein bisschen muss ich noch Einstellungsarbeit machen, aber das klingt schon mal bedeutend besser. Oh, wieder was zum Wegatmen. Los, gib her! Gib! Da. Also, Satan, wir sollten jetzt mit dem Erzmagier stehen, sprechen. Wisst ihr, es ist gerade total strange, dass ich mich selbst doppelt höre und ich nicht weiß, warum eigentlich. Was? Hä? Okay, das war jetzt durchaus strange. Nochmal schnell in die OBS-Einstellung gucken. Okay, das passt. Erweiterte Audioeinstellungen. Es steht auf Mono. Auch das passt. Filter sind alle so eingestellt, wie ich das gemacht hatte. Okay, ihr hört das Klicken tatsächlich nur, wenn ich am Reden bin. Quack, 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 quack. Jo, ihr hört das nur, wenn ich am Reden bin. So. Sorry, da musste ich jetzt einmal nachgucken. Jetzt ist die Codierung überlassen. Achso, weil ich gerade wieder umgestellt habe. Ja, ist logisch. Ist logisch. So, Erzmagier. Wir müssen reden.
Herr Erzmagier. Es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand befleckt ist. Das stimmt. Aber ich muss mit euch über Satare sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben etwas in Satar gefunden und Teuftier meint, es könnte wichtig sein. Nun gut, ich denke, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Teuftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arkanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Stab des Magierlichts, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich glaube nicht, aber okay. Ich nehm's aber mal mit. Mhm. Im Arkaneum. Alle der Elemente, falsche Seite. Hier muss ich hin. Urak, Urak. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, habe ich verstanden. Aber ich muss etwas über eine Sache in Erfahrung bringen, die wir in Satar herausgefunden haben. Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Hab wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Jo. Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Habt ihr nichts, was helfen kann? Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Kümmert es denn niemanden, dass Orton Dinge aus der Schule gestohlen hat? Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aram vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Wer ist dieser Orton? Er war ein Lehrling hier an der Akademie. Nicht besonders geschickt, aber er schloss sich einer Gruppe Magier an, die Gefallen an ihm fanden. Als sie gingen, folgte er ihnen. Er stahl einige Vorräte und Bücher der Akademie, vermutlich um sich einzuschmeicheln. Warum sind diese Zauberer in Festung Dämmerlicht? Nennen wir es einfach eine Meinungsverschiedenheit mit der Akademie. Sie interessierten sich für Forschung, die Grenzen dessen überschritt, was an der Akademie erlaubt ist. Also wurden sie gebeten zu gehen. Bücher, Schriftrollen. Ich bin sicher, dass ihr etwas Nützliches finden werdet. Nee, die, beim besten Willen also nicht. Gut. Die verkaufe ich ihm nicht. Niemals. Niemals nicht. Aber ich habe hier... Nein. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen.
Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, von mir aus. Ich habe kein Problem damit. Ach, da waren die Ringe drin, genau. So, was willst du? Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Nö. Ihr wart doch in Saartal, nicht wahr? Nö. Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Nö. Vielleicht. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Welche? Teufdi ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. Nö. Was geht euch das an? In Saartal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Teufdi ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Nein. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ich muss es tun. Ich habe gespeichert. Ich muss es tun. Es passiert gar nichts. Na gut, dann eben nicht. Wo ist diese Ritualstätte? Okay. Ich muss mal ganz schnell was nachgucken gehen. Ihr kommt von einem Auftrag, ne? Ich hoffe, es ging alles gut. Hey, schön euch zu sehen. Mist. Okay, den Würfel habe ich mitgenommen, das Auge habe ich. Was braucht ihr? Die Büste. Okay, also, ja. Muss ich also nochmal hin und die Sachen holen. Gut, alles klar. So, von hier aus reisen wir jetzt. Das ist Festung Dämmerlicht zur Schuhspitze. Bitte. So, wo ist dieser Drache? Wo ist er gelandet? Ach, da vorne. Los, komm runter, ey. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Och man, jetzt komm runter hier.
Ja, der Drache stirbt gleich. Und zwar durch meine Hand. Zack, tot. So, jetzt muss ich aber mal ganz kurz... meine Sachen ablegen, denn... Alter, ich habe nur noch ein Gesundheit. Wie knapp ist das denn jetzt gewesen? Moloch. Also ich weiß nicht, was du da gerade auf dem Schirm hast, aber... Who the fuck bist du? Ernsthaft. So, ich glaube, das ist eine gute Kombi, wie wir es jetzt anhaben. Ach egal. So weit ist das nicht. Da können wir auch gerade zu Fuß hinlaufen. Ich bin sogar der Meinung, wir waren mal in der Festung Dämmerlicht. Da bin ich mir fast sicher, aber nur fast. Das ist also Weißlauf da hinten, okay. Die ist dödelig umgekippt. Der leider nicht. Aber jetzt. Nein! Go. Nein. Zu spät. Wo rennt dieser Eismagier-Adept jetzt hin? Oh.
Okay, Frage. Werde ich jetzt regelmäßig von denen angegriffen? Versiegelungsformel habe ich noch nicht gelesen. Gebunden seid ihr, Jürik, Mörder und Verräter. Verdammt durch euren Frevel gegen Fürst und Reich, vergessen seinen Namen und Taten im Land eurer Väter. Und eure Magie unserem Schutz sauber weich. Notiz. Meine Begleiter und ich sind einem Pakt eingegangen, um Halfdan aufzuspüren, den für Swariks Niedermetzlung verantwortlichen Nord. Über diese Sünde kann nicht hinweggesehen werden. Unsere Ehre als Verführer bedienen verlangt nichts Geringeres als den Kopf von Halfdan auf einen Pfahl. Ja, von mir aus. Kehre zu Balimon zurück. Ja, mache ich, sobald ich alles erledigt habe. Jetzt hätte ich fast Arachnia einen übergezogen. Wichtiges dabei. Nun gut. Die nehme ich mit. Davon nichts. Davon brauche ich auch nichts. Das kann ich noch mitnehmen. Der Rest ist irrelevant. Ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ach hier. So, kann ich die alle damit rauslassen? Jo, kann ich. Geil. Lasst mich raten, es sind alle Vampire. Ist? Hey, aufpassen! Ja,
Ich weiß, das war jetzt sehr gemein, aber das musste sein. Gleich wieder da, ganz kurzen Moment. Post. Oh. Tut mir leid, wenn ich euch manchmal hier so ins Mikro räusper, aber irgendwie gerade was im Hals stecken. Oh, Gold. Oh, Vampirstaub. Da hat doch gerade wer gerufen. Was war das? Los, Genug! Ja! Das waren alle. Bitte, helft mir! Ihr seid also Orton? Ja, ja, hat Erzmagiger Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Nein. Ich bin nur wegen der Bücher hier, die ihr aus der Akademie gestohlen habt. Was, die Bücher? Huch, das war meine Wasserflasche, Entschuldigung. Ich hätte sie nicht mitnehmen sollen, ich weiß, das war dumm. Sehr dumm sogar. Helft mir, hier rauszukommen und ich helfe euch, sie zu finden. Bitte. Wo sind die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus. Warum seid ihr da drin? Sie haben mich hier eingesperrt. Bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Aha. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Lasst mich hier nicht zurück. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Aha, verstehe. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Und? Wo sind die Bücher? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Na, dann bring dich mal in Sicherheit. Ihr braucht meine Hilfe nicht. Das schaffe ich schon alleine. Also, wenn ihr euch da so sicher seid, dann mache ich mich mal auf den Weg. Passt bitte auf euch auf. Und danke. Hier geht's runter. Wo geht's hier hin? Hier ist nichts. Nichts Interessantes. Ah, da geht's also raus. Alles hey, klar. Aufpassen. Also doch hier lang. Und es beginnt. Was war das?
Geht das ein bisschen leiser? Ich versuche hier gerade zu lesen. Ach Mann, geh weg. So. Wie bereits gesagt, ich nehme nicht mehr jeden Scheiß mit. Nur noch fast. Was? Ich sehe gerade, unsere Folge ist schon vorbei. Wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.